Grüß Gott, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tech Town in dem Modpack Tech World 2. Ich begrüße euch alle recht herzlich zurück. Und bevor ihr fragt, ja, der erste Teil, das heißt die erste Minute von dieser Folge, ist leider nachsynchronisiert. Aber der zweite Teil nicht. Warum werdet ihr dann noch sehen? Denn das hat einen ganz bestimmten Grund. Zuallererst mal, in der letzten Folge haben wir unsere Turbine gebaut, beziehungsweise unseren Generator, der das Ganze umwandelt. Und wenn wir uns beeilen, dann werden wir unseren Generator auch schon sehr bald in Betrieb nehmen können. Das Einzige, was noch fehlt, ist eben Tritium und Deuterium. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Kurz gehen. Und ich habe ja diesen Raum gebaut und was ich mit diesem Raum vorhabe, das ist eigentlich ganz einfach, aber ja, also ich habe den ganzen Raum ein bisschen schöner gemacht und die Wände schöner gemacht und mehr ausgehoben, denn wir brauchen ein bisschen mehr Platz, aber was ich damit eigentlich vorhabe, ist, ist das hier. Wow, wie hast du das nur gemacht, Heiko? Okay, ich höre auf damit, tut mir leid. Ich habe den ganzen Reaktor nach unten gesetzt, wie ihr vielleicht gerade eben gesehen habt. Warum hat das einen ganz bestimmten Grund? Ja, das hat es, und zwar folgenden. Ich habe mir überlegt, dieser Reaktor, das war hier oben zwar ganz gut gestanden, aber ich würde, wie gesagt, den Reaktor gerne als Gebäude haben. Und da ich keine Lust habe, ein Riesengebäude hier außen rum zu bauen, das höchstwahrscheinlich größer als mein Haus sein wird und das auch in mein Haus hineinragen wird, deswegen habe ich mir gedacht, okay, baue ich hier unten einfach mal dieses Loch hier rein und setze den Reaktor hier unten hin. Natürlich wird das Ganze nicht so bleiben, dass es hier oben offen ist und so weiter, sondern das soll so eine Art, ja, wie ein richtiger Reaktor aufgebaut werden. Sprich, ich würde das Ganze gerne ein bisschen minimalistisch darstellen, aber eben richtig darstellen. Das heißt, wir haben jetzt gerade hier diesen Eingang, da kann man später von meinem Haus aus, also hier wird dann später auch ein ganz normaler, hier wird alles zugebaut werden. Dann kann man hier runterlaufen und dann geht es beispielsweise hier in der Wand weiter und dann hat man hier eine Glasfront beispielsweise, sodass man eben hier hinten dran einen Raum hat, wo man auf den Reaktor gucken kann. Und ebenso würde ich gerne das Ganze so haben, dass zum Beispiel eine Strecke von, also so ein kleines Geländer, sag ich mal, wo man betreten kann, was dann auf dieser Höhe und in der Mitte, ihr seht, hier ist überall noch ein bisschen Platz zwischen Wand und Reaktor, sodass man dann praktisch hier auf so einem kleinen Steg einmal um den ganzen Reaktor rumlaufen kann. Also man kann dann praktisch, ja, einmal um den Reaktor, einmal um die kompletten Turbinen rumlaufen, das heißt hier so und dann hier und hier, dann um das Plasmaerzeugungsgerät und dann geht es hier weiter und hier. Und dann kommen wir wieder hier drüben bei dem Reaktor an. Und natürlich soll es auch irgendwo eine Treppe nach unten geben, sodass wir eben an den Reaktor ran können und etwas beheben können, falls irgendwelche Probleme sein sollten. Denn hier drunter ist ja zum Beispiel später auch noch eine Engine und so weiter und so fort. Und was ich jetzt machen wollte, nachdem ich diesen ganzen Reaktor nach unten gesetzt habe, das habe ich übrigens per Hand gemacht und nicht mit irgendeinem Befehl oder so. Das wird alles abgebaut und dann habe ich es unten neu wieder aufgebaut. Okay, ihr seht hier drüben schon, hier stehen Turbinen und wofür die ganzen Turbinen hier da sind, das habe ich euch in der letzten Folge schon erklärt, aber ich kann es gerne nochmal tun. Und zwar erzeugen wir mit den Turbinen hier Energie und die Energie wird über diesen Generator in RF umgewandelt, sodass wir dann später eben durch diesen Reaktor auch RF bekommen. Aber das müssen wir jetzt erstmal aufbauen. Dafür habe ich mir ungefähr die Mitte bzw. ein Viertel von der Strecke hier ausgemessen. Das ist jetzt da, wo die Turbine steht. Das heißt, hier ist ungefähr ein Viertel davon. Und das andere Viertel kommt dann hier drüben hin. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das ist. Ich glaube, 9 Blöcke von hier entfernt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt, hier wäre dann das zweite Viertel. Und genau hier drüben kommt nochmal dasselbe hin. Ich weiß leider nicht genau, wie viel Steam mein Reaktor erzeugen wird, aber ich denke einfach mal, dass es genug sein wird, um zwei Turbinen zu betreiben. Deswegen werden wir zwei aufstellen. Soll es nicht genug sein, können wir einfach auf eine switchen. Das heißt, wir cutten einfach die zweite Leitung und dann haben wir nur eine Turbine angeschlossen. Okay, soweit, so gut. Und wir wollen das Ganze, was wir jetzt hier drüben stehen haben, einfach mal auf der anderen Seite nochmal genau nachbauen. Das heißt, wir haben zuallererst unsere Turbine und dahinter haben wir unseren Generator. Die Turbine, habe ich euch in der letzten Folge schon gesagt, hat ein Maximum von 5 Blättern. Das heißt, dieses Ding ist dann auch 5 Blöcke lang. Ich habe das einfach mal hier 5 Blöcke auch wieder mit der Steam-Leitung gemacht und dann fängt unsere Turbine an, hier hinzukommen. Sorry. Das heißt, Rotor 1, Rotor 2, 3, 4 und 5.
Und dann haben wir das Maximum von diesem Ding erreicht. So groß sieht das dann aus. Und das dreht sich dann natürlich später aus, sobald das dann richtig angeschlossen ist. Ihr seht, das schießt sich hier nicht an den Steam an. Das ist auch gar nicht der Sinn, denn da soll noch etwas anderes ran. Okay, aber dahinter muss jetzt auch wieder dieser Generator, wie wir den auch hier haben. Und dafür habe ich die Blöcke so gut wie alle schon im Inventar. Und zwar fangen wir ganz einfach wieder mit dem Generator Housing an. Ihr seht, das Ding ist genauso groß wie die Turbine. Das heißt, die erste Schicht ist zwei Blöcke vom Boden entfernt. Nehmen also einfach mal ein paar Steinchen, gehen hier in die Mitte hin und bauen hier den Pimmel auf, wie ihn so schön manche Leute nannten. Wie das Ganze funktioniert, habe ich euch ja in der letzten Folge schon gesagt. Das heißt, wer sich dafür jetzt nicht interessiert oder wer die letzte Folge schon gesehen hat, der kann das Ganze jetzt gerne skippen und einfach wieder da weitermachen, wo es dann eben mit etwas anderem weitergeht als mit diesem Generator bauen. Okay, ich habe übrigens schon festgestellt, dass es einen Bug gibt. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Bug ist. Und zwar wird der Generator unsichtbar und dreht sich um 180 Grad, wenn man die Turbine stehen hat und den Generator danach baut. Das heißt, ihr müsst erst den Generator bauen und dann die Turbine. Denn ansonsten, wie gesagt, wird der Generator unsichtbar und dreht sich einfach aus irgendeinem Grund. Okay, soweit, so gut. Wir sind wieder hier fleißig dabei, unser Ding zu bauen. Hier haben wir unseren Steam Bypass. Und unser Roto-Winding. Das ist jetzt wieder Schritt 2. Hatten wir alles schon. Und dann machen wir weiter. Hier oben wieder alles zu. Wieder das Generator. In der Mitte lassen wir einen frei. Und hier oben kommt wieder Steam Bypass nur an die Seite, genauso wie Winding nur an die Seite kommt. Dann kommt in die Mitte der Rotor Core. Und ganz hinten ran kommt unser Generator, aber unser Generator hat sich in einen Heavy Water Extractor verwandelt. Ich glaube, das ist ein Bug, denn das Ganze ist irgendwie so, wenn man diesen, ich habe euch das ja erklärt, dass man den Generator Rotor Core als letztes setzen muss, weil sich sonst das Ding nicht in einen Multiblock verwandelt. Und ich habe das Gefühl, wenn man das nicht tut, dann verwandelt sich der Turbine Generator, also der Block, den man da hinsetzt, in einen Heavy Water Extractor, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Also ich weiß nicht, ob es gewollt ist oder ob es wirklich ein Bug ist. Ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, dass es ein Bug ist. Und es macht keinen Sinn in meinen Augen. Wenn ich mich täusche, tut es mir leid. So, aber jetzt bauen wir erstmal wieder zu. Wie gesagt, hier drüben kommt dann unser... ihr wisst schon. Turbine Generator hin. Hier vorne wieder zwei Blöcke. Dann bauen wir hier wieder den Pimmel hin, wie ihn manche nennen. Aua. Kackspinne. Okay. Das heißt, wir hätten das schon mal geschafft und jetzt kümmern wir uns noch einmal ganz kurz, fliegen wir zurück in unsere Base, unsere Basen und schnappen uns einen, haben wir den irgendwo hier gerade drin? Sieht nicht so aus. Wir brauchen einen Turbine. Ich habe Caps Lock an, krass. Vielleicht, weil ich gerade geschrien habe. Wir brauchen die Materialien dafür. Dafür brauchen wir wieder solche Gold Wirings, ein bisschen Redstone und ein bisschen Magnet. Wo ist das Ding? Habe ich das hier irgendwo drin? Nein. Ich hatte das doch irgendwo rumliegen, oder nicht? Oder spinne ich gerade? In meinem Inventar. Okay. Ich bin dumm. Turbine. So, da haben wir das Teil und daraus machen wir uns jetzt einen Turbine Core. Ich mache mir einfach mal den zweiten. Oder Turbine-Generator, besser gesagt. Nicht Turbine-Core. So. Und damit gehen wir jetzt wieder nach hier hinten. Setzen den hier rein. Na. Zack. Und Generator Housing oben drauf. Und jetzt kommt der letzte Schritt. Unser Core hier rein. Und dann, jetzt, ihr seht ihr, das war, was ich meinte. Das Ding dreht sich schon wieder in irgendeine Richtung. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ihr seht, hier sind unsichtbare Blöcke. Aber der Generator wird irgendwo ganz anders angezeigt und das macht irgendwie keinen Sinn und das verwirrt mich so ein bisschen. Lag das gerade daran, dass hier die jetzt hat sich das Ding hundertprozentig, hat sich dieses Teil hier hinten jetzt wieder in einen Heavy Water Extractor verwandelt. Seht ihr? Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist nervig, weil man das Teil ja dann immer wieder neu craften muss.
Und nur weil man einen Block falsch setzt, das ganze Ding neu zu craften, macht irgendwie wenig Sinn in meinen Augen. Ich glaube, das ist jetzt einfach mal komplett frei. Vielleicht liegt es ja daran, dass so wenig Platz da war oder so. Kann ja sein. Das heißt, wir machen hier einfach mal alles schön. So, das sollte aber reichen. Gut, dass ich gleich zwei davon gemacht habe, von den Turbine-Generatoren. Das heißt, einer kommt jetzt hier rein und... bitte habt den nicht wieder verwandelt. Nein! Es ist so behindert. Warum verwandelt sich das Teil immer? Fix it, please. Okay. Dann machen wir uns halt nochmal welche hiervon. Was soll der Geiz? Okay. So. Unser Core ist nicht drin. Jetzt kommt der Turbine Generator hier ran. Zack. Und jetzt kommt unser Core rein und hoffen wir einfach mal, dass er jetzt richtig steht. Jawohl, er steht diesmal richtig. Hooray. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe, aber es funktioniert auf jeden Fall. So, wir nehmen unsere Seamline und gehen hier wieder hin. Bin ich in der Mitte von diesem Ding? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist nur eine kleine Hilfe. Und dann kommt hier, wie gesagt, unsere Turbine hin. Das heißt, zwei, drei, vier und fünf, sodass es auf maximaler Größe ist. Dann machen wir die Steam Lines hier wieder weg. Und damit hätten wir die beiden Dinger schon mal fertig. Das heißt, hier Turbine plus Generator und hier Turbine plus Generator. Aber um das Ganze zum Laufen zu bringen, brauchen wir ein paar andere Sachen. Und zwar brauchen wir einen Steam Grate und eben die ganzen normalen Steam Lines. Dieses Ding sorgt dafür, dass der Steam von unten nach oben gepustet wird. Das heißt, wir setzen das einfach mal hier drunter, unter diesen Anfangsblock. Und machen hier, hallo Spinne. Und machen hier mal ein bisschen Platz frei. Und machen da die Steamlines hin. So, hier kommt jetzt das Steam Grate hin. Ihr seht, da ist oben so ein Gitter. Und da kommt dann eben unser Dampf raus später. So weit, so gut. Und ihr müsst übrigens noch bedenken, falls ihr euch wundert, warum ich alles so hoch baue. Hier kommt nochmal eine Schicht Boden sozusagen drauf. Das heißt, da wo ich jetzt gerade stehe, ist eigentlich der Boden. Sprich, normalerweise stehen wir auf dieser Ebene. Also hier kommt doch mal eine Ebene, ein Stein drauf, überall. So, okay. Und das gleiche machen wir jetzt auch hier drüben. Da habe ich das schon mal vorbereitet ein bisschen. Das heißt, auch hier wieder das Ganze einfach hier so machen. Hier, Steam Grate hin. Das Ganze mit den Pipes verbinden, sodass es bis nach oben geht. Und verbinden. Zack, tada, soweit, so gut. Das heißt, wenn unser Reaktor jetzt irgendwann mal laufen sollte, dann werden diese Dinge hier schon bepowert. Das Ganze wird dann natürlich noch schöner gemacht. Also hier, dass das nicht einfach so in der Luft schwebt, sondern da kommt dann irgendwie eine Stütze hin oder so, damit das auch relativ okay aussieht. Und wir werden uns natürlich darum kümmern, das werden wir auch in der Folge machen, das Ganze hier schön zu dekorieren. Und ich habe hier schon mal ein paar Blöcke vorbereitet, die ich jetzt einfach mal ganz kurz ein paar nur setzen will. Nur um euch zu zeigen, wie das dann später aussehen soll. Das ist jetzt so eine Art Beton. Ich wollte Beton nicht nehmen, weil der normale Beton mir zu teuer war. Der kostet nämlich irgendwelche komischen Stäbe, die man in eine Rolling Machine machen muss. Und das war mir zu viel Arbeit. Nur um, ja, weil hier eben relativ viele Blöcke sind. Dann habe ich gedacht, nee, Heiko, das tust du dir nicht an. Das ist zu viel. Und deswegen habe ich jetzt einfach die Stone Rose genommen. Das sind ganz normale Steinziegel mit der Chisel aus Tinker's Construct gechiselt. Und das sieht auch relativ cool aus, meiner Meinung nach. Also auch so wie Stone Bricks, nur eben so ein bisschen mehr nach Beton und nicht nach, weiß nicht, Stein. Also ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Sieht halt ein bisschen betoniger, ein bisschen fabrikmäßiger aus. Und das war eben genau der Look, den ich haben wollte. Und deswegen habe ich diese Steine gewählt. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen, wie ich das meine. Und so soll dann eben später der ganze Boden hier werden. Und gut, auf dem Boden wird man sowieso nicht so viel laufen, denn man wird eben hauptsächlich in diesen fliegenden Luftstegen sich ja, herumtreiben. Nenne ich das Ganze jetzt einfach mal. Eigentlich könnte man dieses Steam Grate sogar noch einen höher machen, oder nicht? Ich glaube, deswegen hatte ich auch die Leitungen das letzte Mal nicht so tief unterm Boden. Das macht jetzt natürlich auch alles Sinn. Ja, Heiko, da hat er selber nicht nachgedacht. So.
Das heißt, das Ganze wäre dann eben so. Und hier oben drauf kommt dann unser Boden. So ist das doch sehr schön. Okay, dann machen wir das hier drüben noch und dann, obwohl, hier ist sowieso kein. Egal. Lassen wir das so stehen. Und ich verabschiede mich an der Stelle wieder von euch, beziehungsweise moderiere die Folge noch ganz kurz ab. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen, denn das hilft mir und es zeigt mir, dass euch das Ganze gefallen hat, dass ihr alles verstanden habt und so weiter und so fort. Auch wenn es heute nicht so viel zu erklären gab, sondern eher nur ein bisschen Gebaue. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat es gefallen und dann sehen wir uns einfach morgen wieder bei einer neuen Folge Tech Town. Haut rein, habt einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss.